Frenkel frottelt. Heute. Let's Play Euro Truck Simulator 2. Wie viele Let's Plays hast du denn gerade gleichzeitig am Laufen eigentlich? Auf meinem Main Channel, also Rennspiel, habe ich gerade 2. Aber du hast ja die anderen Channels noch? Ja, und das sind am. Auf meinem Action-Kanal, sagen wir so, da mache ich, wenn ich Bock drauf habe, irgendwas hochzuladen. Das habe ich auch auf dem Channel schon gesagt, dass wenn ich auf irgendein Action-Game Bock habe, dann lade ich da was hoch von. Und Vlogs und sowas versuche ich ein paar Mal in der Woche hinzukriegen. Also ich nehme meinen Hauptchannel halt immer noch Vorrang. Aber ja. Ich versuche mir möglichst viel, möglichst wenig Projekte, so sagen wir so, möglichst wenig Projekte zu haben, damit ich mir auch die Zeit dafür nehmen kann, vernünftig. Ja, ich habe das Problem momentan, ich habe gerade 11 Projekte. Ich muss da irgendwie runterkommen von, ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Ich investiere momentan aber. Ich habe mir so gemacht, dass ich ein paar einfach pausiert habe und gesagt, wenn sobald eins der aktuellen 2 beendet ist, kommt, wird ein anderes wieder weitergeführt, weil ich es zeitlich nicht anders hinkriege. Ja, ja. Ja, nee, ich, erfahrungsgemäß ist nur so dann, wenn ich sage, ich pausiere, dann wird das eh nichts mehr. Dann fehlt mir so auch ein bisschen der Ansporn, der Druck, wieder was nachzuliefern. Okay. Also 11 Projekte ist einfach zu viel. Ich meine, ich investiere natürlich auch viel Zeit, momentan meine gesamte Zeit. Aber irgendwie muss ich da ein bisschen runterkommen. Ich kann mich nur so schwer trennen immer. Und außerdem gibt es halt für jedes Let's Play Fans und dann geht das Geweine wieder los. Und ich kann doch keine Menschen weinen sehen. Du siehst ja nicht, du hörst sie. Du siehst so, wie sie schreiben. Allein die Vorstellung, wie sie in Tränen aufgelöst sind. Ja? Die armen Kinder. Suizidgedanken. Hallo! Ist kalt. Meine Fresse, ey. Das war knapp. Das war wirklich knapp. Ja, was nutzt du denn an Software bzw. Hardware? Das ist auch immer was die Leute mal ab und zu ganz gerne wissen möchten. Was möchtest du denn an Software und Hardware wissen? Also, was genau? Ja, mit was du deine Let's Plays machst? Aufnehmen tue ich ja wie jeder normale mit Fraps und meine Stimme mit Number 23. Und rendern das Ganze dann mit Camtasia 8 am Ende. Du hast Konsole, machst du dann wie? Konsole, da habe ich eine Ava Media Capture HD Engwatt-Karte im PC verbaut. Also ich kann mit Kaliber HDMI an meinen PC anschließen und da kann die dann da aufnehmen, auch mit Fraps. Ah, okay, alles klar. Ja, aber es gibt ja auch die. Wie heißt sie, diese? HDPVR. Ja, genau. Die hatte ich auch zuvor, aber mir gefiel nicht, dass das Ding eben so 2-3 Sekunden Input-Lag hat. Und das ist für ein bisschen Live-Kommentieren manchmal etwas kompliziert und aufwendig. Das macht das Ganze etwas schwerer, finde ich. Was hattest du da für ein Problem? Also ich habe da keine Probleme irgendwie. Ja, ich habe vom Programm her selber ist sie ja, dass sie circa 2 Sekunden mit dem versetzt ist, was die Konsole zum Fernseher überträgt. Ja. Und das heißt, der Ton wird asynchron oder was war das Problem? Ich nehme meine Stimme extra auf und ich muss das dann immer nachsynchronisieren, dass es dann eben direkt zu dem passt, was ich auch auf dem Fernseher gesehen habe, weil ich kommentiere ja das, was ich auf dem Fernseher sehe und was ich nicht auf dem Bildschirm vom PC sehe. Ach so, das ist das Problem, dass du den Kommentar nicht so einfach synchron kriegst. Richtig, ja. Und ich kann ja nicht einfach auf dem Bildschirm vom PC gucken und zocken, weil dann passt das mit der Eingabe nicht, wenn das so 2 Sekunden später da übernommen wird. Das ist korrekt. Aber ich mache das einfach immer so. Ich mache mir am Anfang, gehe ich durchs Menü durch, ja, okay. mit dem Gamepad, schalte einfach 3 Menüpunkte durch und sage dann jedes Mal Klick, Klick, Klick quasi. Okay. Und dann kann ich das ganz perfekt aufeinander abstimmen, also direkt anpassen. Weil du dann praktisch 3 Referenzpunkte hast. Okay. In dem Moment, wo ich einmal durch ein Menü durchgehe und dann diesen Ton dazu mache, diesen Klick-Ton, dann funktioniert das ganz gut. Ja gut, aber verstehst du, was ich meine? Mit der eingebauten Karte habe ich ja keine Probleme mehr, die ist ja ohne Input-Lag. Wird ja direkt instant übertragen. Das stimmt, das ist natürlich noch einfacher, ja. Hast du verstanden, was ich meine? Ich weiß nicht, ob ich es richtig erklären kann. Ja, doch, ich habe das verstanden, natürlich. Ja. Ich weiß, wie du es auch meinst. Das ist mein kleiner Trick, falls die Leute da draußen, keine Ahnung, vielleicht nützt es ja dem einen oder anderen was. Man weiß es nicht. Ich schaue gerade mal hier, ich habe jetzt gerade nichts mehr auf der Liste. Wie sieht's denn aus? Hast du irgendwas, was du noch vielleicht ansprechen möchtest? Wolltest du noch Hardware wissen? Das hatte ich noch gar nicht gesagt. Oder was willst du davon wissen? Nö, ich wollte eigentlich nur wissen, mit was du deine Let's Plays aufnimmst. Du meinst jetzt, welchen Rechner du hast, oder was? Ja, ich habe gedacht, was meinst du damit? Nee, das, okay, das wird schon ein relativ aktueller sein, ne? Sollte man ja haben, sonst... Relativ, ja. Sonst wird das ja ruckelig, das wollen wir ja nicht. Ja, und das neue Most Wanted auf höchsten Einstellungen zu spielen, da braucht man schon einen recht guten PC für, sagen wir es so. Spielst du denn Full HD? Ja, Full HD mit allem an. Und ist das nötig? Also ich spiele wirklich nur mit 1280, 720. Ich dachte eigentlich schon, ich muss ehrlich sagen, mir reicht das dicke und es hat sich auch nie jemand beschwert. Ich bin ein Grafikfetischist.
Aha. Das gebe ich offen zu. Also ich mag es, umso schöner es ist, umso besser es ist. Ich spiele auch grundsätzlich ältere Spiele immer mit Grafikmods. Ja. Ich brauche immer schöne Grafik. Es geht gar nicht anders. Auch zum Beispiel GTA 4 spiele ich mit diesem IC Enhancer ohne geht nicht. Ich finde es sonst hässlich. Ja. Aber ja, macht sich denn irgendwie nachweislich auch bezahlt? Also jetzt von den Klickzahlen? Also ich kann es mir irgendwie ehrlich gesagt nicht vorstellen. Nicht direkt, aber ich denke einfach, es ist einfach die zusätzliche Möglichkeit, die ich den Zuschauern biete, und wer sie wahrnimmt, kann sie wahrnehmen, und wenn nicht, bleibt schuld. Immer so. Da, das Problem ist aber halt, du kriegst dann relativ große Dateien noch, oder? Ja, aber im Normalfall lade ich die Videos immer über Nacht hoch, also passt mir das ist dann nicht das Problem. Aha, okay. Ich weiß nicht. Also bei mir hat sich, ich glaube, ich habe genau einen Zuschauer-Zuschrift mal bekommen, ich soll Full HD machen. Ich selber schaue also sogar selten in 27. Also ich schaue mir die Videos ganz einfach so an. Ich bin. Ehrlich gesagt, höre ich auch zu dir. Ich gucke noch nicht mal Vollbild. Aha! Das siehst du, das ist ja interessant. Komisch. Ja, man macht immer das, was normal, man macht immer meist für die Let's Plays das Gegenteil, was man selber macht. Ich weiß auch nicht warum. Seltsam, seltsam. Ja, eine Sache hätte ich vielleicht noch, genau. Okay. Dann kannst du vielleicht auch noch irgendwie, wenn du noch was loswerden möchtest an die Welt. Schaust du selber Let's Plays eigentlich regelmäßig, häufig? Ich habe letzte Zeit, habe ich kaufe ich Let's Plays, aber irgendwie ist es jetzt gerade voll auf die Schiene, wo ich jetzt total irgendwie gar keine mehr gucke. Ich weiß auch nicht, irgendwie brauche ich mal so zwischenzeitlich komplett Pause von Let's Plays. Ich schaue aber ab und an bei welchen rein, also das auf jeden Fall, aber Großteil bin ich eher einer, der englischsprachige Let's Plays guckt. Ich finde das irgendwie ansprechender, ich weiß auch nicht warum. Das würde mich nämlich interessieren. Ich wollte nämlich eigentlich fragen, wer so dein Lieblings-Let's Player, dein Lieblings-YouTuber ist. Und das ist dann kein Deutscher? Ich überlege gerade, direkt Lieblings-Let's Player? Mal überlegen. Wen gucke ich am liebsten? Das ist eine gute Frage. Ich gucke sehr viele. Wen gucke ich denn aus Amerika alles? Also vom Sympathischen her ist wie Captain Sparkles, falls du dir was sagt. Also Englische gucke ich eigentlich gar nicht. Deswegen sagt mir das mit Sicherheit nichts. Wird ein relativ großer sein, ne? Da Ja, drüben gibt es einige riesige, oder? er hat vor kurzem 2 Millionen Abonnenten geknackt. Ah ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Aber von Deutschen, wen gucke ich da als einzigen? Also aktuell, das ist total klischeehaft, aber ich gucke als einzigen jetzt aktuell, ist von Deutschen wirklich Gronkh. Zas, da haben wir es wieder. Ja, wieso Klischee? Ich meine, das hat ja schon seinen Grund, warum der über eine Million hat jetzt. Ja, klar, er ist von der Qualität und einfach von der Art, wie er so kommentiert, eigentlich finde ich schon verdient die Abonnentenzahl. Und da guckst du dann ja wahrscheinlich auch Sachen, die dich vom Spiel her vielleicht gar nicht mal so interessieren. Ja, ab und an teils schon, so, weil sein Wimmelspiel-Let's Play, so, also das Spiel selber würde ich nie spielen, aber von der Art her, wie er es so rüberbringt und kommentiert, ist es schon ansprechend, sich das auch mal so reinzuziehen, obwohl man eigentlich die Spielart überhaupt nicht mag. Das finde ich ist auch was, wenn man das kann, wenn man Spiele irgendwie so verkaufen kann, dass Leute sie gucken, die dieses Genre eigentlich nicht spielen. Das ist natürlich ein ganz großes Talent, ne? Also das ist. Dazu Leute zu bringen, was zu gucken, was sie eigentlich nicht gucken wollen. Das zeigt dann eigentlich, dass der Let's Player einfach von dem Art, wie er kommentiert und wie er sich rüberbringt, das eigentlich dem Spiel überwiegt. Also dass die Leute das sogar lieber sehen. Das sehe ich nämlich, muss ich ehrlich gestehen, auch so. Ich versuche das. Also ich hab mich gefragt, warum Leute Let's Plays gucken, weil ich gucke wirklich nur ganz selten und ich würde es mir normalerweise nicht, wenn ich es jetzt in der Freizeit, würde ich es mir auch nicht antun, ehrlich gesagt, weil ich dann immer sage, ich spiele lieber selber. Ich verstehe die Faszination nicht, was aber vielleicht an meinem Alter liegt. Das kann natürlich sein, weil YouTube ja ein bisschen das Fernsehen ist der Jugend jetzt so. Ja. Ne? Und aber du musst ja schon irgendwie unterhalten. Einfach nur ein Spiel zeigen, das bringt ja auf Dauer auch nicht, ne? Nee, dann guckt es keiner. Also wenn du so langweilig, so halb einschlafen daneben sitzt und irgendwie dann erst da rein ins Mikro quatscht, das bringt ja nichts. Das guckt sich gar keiner an. Da kann man es theoretisch wirklich komplett selber spielen. Eben, eben, eben. Also man muss schon irgendwie was Besonderes irgendwie so Ja, ein man bisschen muss bieten. was bringen, was einen dazu bringt, das Spiel nicht selber zu spielen, sondern irgend so zusätzlichen Content, der einen dazu reizt, das Video zu gucken und nicht das Spiel selber. Ah, wir hatten vorher, kurz vorher, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, hattest du noch irgendwie gesägt. Gesägt. Ja, super. Hatten wir drüber gesprochen, du hast gemeint, du würdest dich sogar mal für den Euro Truck Simulator 2 interessieren. Ja. Jetzt hast du die Gelegenheit. Ich bin zwar nicht der Superprofi, aber ich kann dir ein bisschen was erzählen, vielleicht noch zum Abschluss. Ich habe mir schon Let's Plays zu dem Spiel echt angeguckt. Also ich weiß schon einiges drüber, deswegen. Gibt's denn was du wissen möchtest?
Also die Grafik ist halt zum Beispiel für einen Simulator saumäßig hervorragend. Da fängt schon an. Was mich so direkt interessiert, gibt es so ein direktes Ziel im Spiel? Also ist es doch irgendwann beendet, oder ist es auch wie so ein Endlos-Let's Play, so wie bei Minecraft? Und guck Also, mal anderen Simulatoren. warte mal, ich habe hier gerade ein Busproblem. Ja, ich sehe es, du musst drüber. Ein doppeltes da vorne. Ja, Arsch! Eiskalt. Ich blinke ja nicht, ne? Das ist ja mein Problem, dass ich dann. Wenn ich blinken würde, würde mich vielleicht jemand reinlassen. Ah, geht so auch. Man muss einfach nur ein bisschen Drängeln, LKW hat Vorrang. pressen. Ja, wo war ich gerade, bevor jetzt mir dieses Busproblem passiert ist? Was hast du gerade nochmal gesagt? Mit Scheiße, jetzt bin ich auch raus. Ja, Ich hab's komplett rausgebracht, gut. Es ging um den Eurotag. Ah ja, Ja, ob's ein stimmt. Ziel gibt, ein Spielziel. Richtig. Also, wo das Endziel ist, es ist halt irgendwo natürlich eine Wirtschaftssimulation. Okay. Das heißt, es geht natürlich darum, immer reicher zu werden, beziehungsweise immer mehr Mitarbeiter einzustellen, immer mehr LKWs zu kaufen. Wo das Ende ist, weiß ich auch nicht, weil da bin ich noch weit entfernt davon. Willst du, wann, sagen wir mal so, wann würdest du dir dein Ende für das Let's Play setzen? Also, es ist ja nicht nur mehr ein richtiges, es ist ja nicht mehr so ein normales Let's Play mittlerweile. Ja. Ich sag ja fast bei den Talk-Gast-Touren sage ich ja kaum mehr was zum Spiel. Das mache ich ja nur, wenn ich mal allein unterwegs bin, und das ist ganz selten, weil zwischendurch auch die Frau fährt dann, ne? Deswegen, das kann ich noch bis Ultimo treiben, weil es im Prinzip ja eine Talkshow ist, ja? Das Spiel an sich spielt jetzt nicht so eine große Rolle, aber es macht mir noch nach wie vor Spaß. Warum macht es mir noch Spaß? Lass mich mal überlegen. Ja, ich habe halt erst zwei LKWs. Ich habe erst einen Mitarbeiter. Man kann ja auch seine Fähigkeiten verbessern. Okay. Ich weiß gar nicht, ob man das alles auf Maximum bringen kann. Wahrscheinlich schon. Ich fände es fast ein bisschen schade, wenn man es auf Maximum bringen kann. Das ist ja wie bei Rollenspielen. Wenn man das bei einmal Spielen komplett hochpushen kann, hat man auch keinen Reiz mehr, es wiederzuspielen. Das ist ein Ja, bisschen richtig, ich schade. bin auch wieder. Und was auch ganz wichtig ist, es kommt ja immer wieder was Neues nach. Jetzt kam eben mit dem Patch kam wieder neue Städte und so Zeugs dazu. Und durch die Mods eben, da habe ich jetzt eben Nordafrika mit drin zum Beispiel. Das habe ich ja, war ich auch erst einmal. Und da kann man offensichtlich auch durch die Wüste fahren. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Auch das Das muss ich ja interessiert mich sagen. Mir noch. gefallen so Spiele wirklich, wo die Entwickler direkt so eine Möglichkeit eingebaut haben für Mods, damit das Spiel immer von der Community weiterentwickelt wird. Das finde ich richtig geil. Das basiert da ganz extrem drauf. Das ist auch der große Erfolg des Landwirtschaftssimulators, weil da die Fans eigentlich viel mehr Zeugs und Fahrzeuge reinbauen, als da ursprünglich vorgesehen sind. Also das ist auch sowas. Da können Es die. ist zum Beispiel auch ein Rennspiel, was ich spiele. Sagt der R-Faktor was? Nicht wirklich jetzt, Es nein. ist, sagen wir so, der Entwickler hat es bereitgestellt. Es kostet, glaube ich, irgendwie 30, 40 Euro. Jetzt kommt bei der zweite Teil raus. Und im Spiel selber sind, glaube ich, nur drei Strecken und fünf Autos drin. Und der Rest kann komplett von der Community gemacht werden. Es gibt, glaube ich, mittlerweile keine Rennserie oder Strecke, die es für das Spiel nicht gibt. Ja. Es ist eine riesige Modding-Community dahinter. Und sowas finde ich richtig super, weil da kannst du das Spiel dir so designen, wie du es gerne hättest. Richtig. Und es ist ja auch mittlerweile auch schon wieder ein Add-on angekündigt, ein Download-Content irgendwie für 10 € oder sowas. Und da kommen ja auch wieder ganz viele neue Inhalte rein. Deswegen ich momentan, die Leute gucken es auch bei mir wie bekloppt, also für meine Verhältnisse. Und deswegen momentan, das läuft auch täglich momentan natürlich. Und das würde ich auch gerade nicht ändern. Ich finde Deswegen. die Idee auch mit dem Talk-Track echt gut. Es ist halt auch wirklich irgendwo ein bisschen aus der Not geboren. Ich habe angefangen damit, habe selber ein paar Themen besprochen, einfach so monologmäßig. Ja. Was mir so einfiel, über was ich ein bisschen reden kann, wo ich mich auskenne halt. Und dann kam so der Gedanke, Mensch, da lasse ich doch auch mal ein paar andere Leute reden. Und zum Beispiel jetzt wie in deinem Fall halt mal auch was zum Thema Rennspiele, wo ich natürlich nicht den Riesenüberblick habe, wo ich halt nur ein paar wenige kenne. Und das, ja, läuft gut und wird gut angenommen. So. Ihr gefällt mir auch. Das gucke ich mir jetzt auch nächste Zeit mal öfters mit rein, glaube ich mal. Ja, wollen wir mal hoffen, dass du die Einparkkatastrophe mit Jan zusammen nicht. Dass du die Gut, das ist vielleicht das Erste, einfach was ich mal mir auf keinen Fall übersiehst. raussuchen werde nach dem Interview. Ja, also ich bin von meiner Seite bin ich durch. Hast du noch was du der Welt mitteilen möchtest, vielleicht? Ich habe schon so viel Mitteilungsbedürfnis in Let's Plays. Da ist Ja. so direkt nebenher nicht mehr viel Mitteilungsbedürfnis vorhanden. Das kenne ich. Ist auch nur eine höfliche Floskel von mir. Achso, okay, du möchtest gar nichts mehr hören. Okay, gut. Nein, ich muss ja den Gast dann irgendwie während der Fahrt einfach direkt rausschmeißen. Tür auf, weg. Tür auf und raus. Und das ist jetzt, glaube ich, der Fall. Ich bedanke mich, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Das ging auch relativ schnell. Und ja, war wieder einiges Interessantes dabei, glaube ich, für die Zuschauer auch. Und deswegen bedanke ich mich da nochmal. Ich verabschiede mich jetzt und lasse aber wie immer dem Gast das letzte Wort. Ich sage ciao, ciao.
Ich bedanke mich auch hier, dass ich bei dir im Truck dabei sein durfte, so ist richtig, und immer wieder gerne. Also hat Spaß gemacht.